Jugendliche machen sehr gerne Traumfänger. Dies braucht ein bisschen mehr Geschicklichkeit und es erlaubt mir, etwas Schönes zu machen und ich kann am Ende einen Schatz darin aufbewahren. Hier ist ein Modell, hier ein anderes fertiges. Hier sieht man schon zwei Unterschiede. Einmal ist der Rand außen in einer mühevollen Kleinarbeit umwickelt. Hier ist der Reifen glatt gelassen. Man kann es entweder aus Draht, den Ring, machen, der zusammengeklebt wird, oder ebenso aus einem glatten Ast als Grundlage, der dann ebenso umflochten werden kann oder gelassen werden kann. Nun möchte ich zeigen, wie man anfängt. Ich markiere mir meinen Kreis an 8 oder 12 Stellen. Jetzt wähle ich mir ein Garn aus und fange an einer Stelle an, das festzuknoten. Nun gehe ich im Achteck herum und mache nach jeder Markierung mit einem Knoten den Faden fest. Wenn ich einen bunten Traumfänger machen will, verknote ich Anfang und Ende und wähle für den nächsten Kreis eine andere Farbe und setze jetzt genau in der Mitte einer gerade entstandenen Strecke an und gehe wieder im Kreis herum. Es ist wichtig, dass der Faden möglichst straff gezogen ist, dass nun diese Sternform entstehen kann. So. Wenn ich immer den gleichen Faden weiter verwende, dann habe ich gar keine Knoten zwischendurch. Und jetzt zeige ich, wie ich dann den Übergang mache. Jetzt bin ich angekommen dort, wo dieser Kreis angefangen hat, und mache einen letzten Knoten. Und jetzt wickel ich den Faden um die nächste Strecke mehrmals rum, dass man den Übergang nachher kaum sieht, und mache wieder in der Mitte der neuen Strecke einen Knoten. So, jetzt kann ich mit dem nächsten Kreis beginnen. Ganz am Ende angekommen, wie ich bei diesem Modell schon bin, kann jetzt in die Mitte ein Schatz reingehängt werden. Hier habe ich mein Schatzkästchen mitgebracht, aus dem, was ausgewählt werden kann. Ich nehme die kleine Schnecke, in die ich schon ein Loch gebohrt habe, und verknote nun die beiden Fäden miteinander. So dass mein Schneckchen in der Mitte hängt. Es ist besonders schön, wenn die Jugendlichen den Schatz selber mitbringen können, dann ist er etwas Kostbares für sie und birgt vielleicht auch ein Geheimnis.